Servus, liebe Kollegen, liebe Fans da draußen, und zwar heute mit einem kurzen Video, mit einem neuen Video wieder mal von Kran Wien für euch. Und zwar geht es darum, dass unsere Facebook-Seite gesperrt worden ist von Facebook. Also ich habe noch leider keine Ahnung, warum, weshalb, wieso. Facebook hat ein Auge drauf geworfen auf Kran Wien. Aus unerklärlichen Gründen wurde meine Seite, mein Account gesperrt von Facebook. Ich habe mittlerweile eine neue Facebook-Seite aufgemacht, das gleiche Kran Wien, mit gerade mal 100 Likes oben. Also das ist halt so eine Notfallseite momentan, bis wir nicht geklärt haben, was da los ist, warum Facebook meine Seite gesperrt hat und warum sie meinen Account gelöscht haben oder gesperrt haben. Es geht darum, dass öfters Hackerangriffe oder irgendwelche Angriffe gekommen sind auf Kran Wien. Immer wieder hat jemand versucht, mein Google-Konto zu entschlüsseln, die Facebook-Seite zu entschlüsseln. Jetzt mittlerweile, also vor einem Monat hat schon jemand begonnen, irgendwie Facebook zu stören, zu stürzen, meine Facebook-Seite. Also es gab schon vorher Angriffe auf die Facebook-Seite, und einen Monat später wurde dann die Facebook-Seite geschlossen von Facebook. Ich weiß es wirklich noch immer nicht, warum, wieso, weshalb. Und jetzt nach der Schließung, die Schließung ist seit einer Woche ungefähr aktiv. Das heißt, seit einer Woche gibt es Kran Wien nicht mehr auf Facebook. Mittlerweile wird jetzt auf meinen YouTube-Kanal zugegriffen und versucht, mich da irgendwie zu hacken, zu zerstören und meinen YouTube-Kanal lahmzulegen. Aber, liebe Leute, ich gebe momentan nicht auf. Ich tue mein Bestes, wieder Fuß zu fassen in Facebook und wieder geile Beiträge für euch zu posten. Und ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist warten. Und für den einen oder anderen, die weiterhin Kran Wien folgen wollen auf Facebook, können das weiterhin machen. Die neue Facebook-Seite heißt wieder Kran Wien mit 100 Likes momentan, wie gesagt. Supporten, unterstützen, klickt auf die Gefällt mir Seite, auf die neue. Ansonsten können wir leider nur abwarten. Abwarten, auf was sich Facebook entscheidet. Ob Facebook entscheidet, komplette Schließung, oder ob ich mein Profil wieder zurückbekomme oder nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Das liegt nicht in meiner Hand. Also ich habe schon mit Facebook über 20 E-Mails geschrieben und versuche da jetzt Klarheit zu schaffen, was da los ist. Facebook hat jetzt extreme Richtlinien gegen Datenschutz, gegen Diskriminierung, gegen alles Mögliche haben sie jetzt alles verschärft. Und ja, jetzt ist halt die Frage, was passiert mit der Facebook-Seite Kran Wien. Zuletzt hatten wir fast 70.000 Follower und über 18 Millionen Aufrufe auf der Seite. Facebook kann sich alles erlauben, denen ist das egal. Mir ist es nicht egal, denen ist es egal. Also hoffe ich auf das Beste und hoffe, dass die Seite wieder zurückkommt. Und wenn die Seite nicht zurückkommen sollte, dann werde ich sie wieder neu aufbauen müssen, wieder von Anfang an. Es hat mich 5 Jahre gekostet, aber ich werde nicht aufgeben. Und die Leute, die versuchen, mich weiterhin zu hacken und meinen YouTube-Kanal zu blocken oder zu löschen oder destabilisieren, denen kann ich auch sagen, ihr macht das alles umsonst, denn ich komme wieder zurück, stärker, größer und viel erfolgreicher, als ihr denkt. Ja, das war's wiederum von Kran Wien. Ich wünsche euch viel Spaß. Ein paar neue Videos kommen noch online die Tage. Ich habe leider keine Zeit dafür zum Bearbeiten, zum Schneiden. Ich bin da jetzt momentan irgendwie frustriert wegen der Seite. Aber es kommen ein paar geile Videos auf euch zu. Seid gespannt. Kran Wien, wie immer, wünscht euch einen schönen Tag, schöne Grüße, liebe Grüße und pfiat euch. And on English also, I want to say hello to my followers, for my fans, for friends out there, all over the world. I wanted to tell you just my profile on Facebook is closed, banned.
I don't know what's happened. Facebook done something. I had a copyright claim. I issue from Denmark. Some guy opened a dispute on Facebook that I posted some videos from him, and now Facebook closed my account and closed the Crime Insight. And also before I was trying to be hacked on Facebook and tried to be hacked on YouTube also. So there are some people outside who gonna trying to hack my Facebook site, but they didn't finish it. So one month before I being closed now, they tried to hack me. But no, not successful. So now 1 month later, my Facebook site was closed by net now from Facebook. I don't know why. It's maybe about the copyright issue. I don't know. I wrote 20 emails to Facebook, and we are working now, or I'm hoping now that they gonna unlock my site again, but I'm not sure if they gonna do that. So if they don't do that, I have a new site open, also Kranmin, with about 100 likes. You can still follow us. If they not reactive my old site Kranmin with 17,000 followers, and I had 18 million hits on my site. So if I lose this site, I will try again to build up the new Kranmin site for you guys, for my fans, for my friends, for my followers, for my friends. I will do my best again to reactivate it, to be so big as before, and be much better maybe also. But there is somewhere outside who is trying also to hack my YouTube channel. I got always emails on my office email and private email to accept something because YouTube is have so much spam, blah blah blah. They're trying to hack me, but I'm not giving them the chance to hack me. So please follow me on my new site, Kranmin, with momently about 100 likes. It's just at the moment, if we can fix the issue with Facebook and Facebook return my site back, it will be good. If they don't do it, so I have to start again the new work with Kranmin. Stay tuned. I hope you follow me again and support me again. There are some new videos I'm making for you guys out. I hope you like it, you enjoy it, and support me for more. And let's see what Facebook gonna do. Close me or not close me. So that's the moment. That's the news why Kranmin is not online anymore, because of a hack, of an issue, of a copyright issue. Or because Facebook is now strictly doing some laws. They are now really crazy. Facebook is now really crazy with his laws. So they gonna change a lot of stuff. And yeah, I don't know what will happen, but we have to wait. And I wish you a good day, and bye until next time. Dobrodošli gledalci Kranmina, zdravo prijatelji, zdravo fenovi, ovdje je Alko sa Kranmin iz Beča, pozdrav iz Beča. Stio sam vam da vam reknem, pošto ste sigurno vidjeli, skontali da stranice Kranmin više nema, stio sam vam kratkim videom i objasnim što je nema i hoće da se vrati ili neće da se vrati. Radi se o tome da je Kranmin blokiran momentalno na Facebooku, moj profil je blokiran na Facebooku i Kranmin je blokiran na Facebooku.
radi čega, ne znam nija tačno, radi se o tome da su već prije mjesec, dva, tri, već ljudi probali da hekuju, da unište Kranvin. Kranvin je zadnje vrijeme imao 70.000 lajkova na stranici i imao 18 milijuna pregleda širom svijeta, tako da je to nekog smetalo, nekog je moralo smetat i neko je to valjda naredio ili potrudio se da nas uništi i smakne. Tako da je već sedmicu dana otprilike Kranvin blokiran. Imam novu Kranvin stranicu sa momentalno 100 lajkova na toj stranici. Ta stranica otvorena za jedan, kako da kažem, za ne daj Bože, to ako nam skroz maknu stranicu, da imaju ljudi novu stranicu, da se mogu javiti ako imaju neke želje, informacije ili šta ja znam šta, da nas prate. Prepratite se na novu stranicu Kranvin. Nemojte, u grupu ima stranica. Znači, stranica Kranvin dalje postoji, samo se radi o tome da je opet iznova rađena, znači imamo 100 fenova momentalno na stranici i ta je stranica malo još nije baš kako treba aktivirana od Facebooka i ta stranica je kao malo zaledita, ali je Facebook momentalno pustio. Stvarno je teško momentalno tu neke lajkove da se dobiju, zato što i tu Facebook malo nekako zablokirao. Ja sam je otvorio da se mogu nama ljudi javiti, da ako imaju neke pitanja na nas i to sve, da se vidi gdje smo, šta smo, kud smo, da nismo odustali od stranice, samo smo znači blokirani od Facebooka i sad već probaju neki da hekuju i moj YouTube kanal, probaju, šalju mi e-mailove da se ulogiramo neke stranice novo. Hoće moju šifru, hoće da me tu isto da me sruše na YouTube-u, ali ne dam se, tu sam, pravim novi video za vas, Kranvin će opet doći jači i bolji za vas, eto, kratka informacija šta je se desilo sa Kranvin i što ne možete da nađete Kranvin, to je to ljudi za sad, želim lijep ugodan dan. I moramo čekati da vidimo šta će biti sa mojom stranicom, hoće se vratiti od Facebooka ili neće, ili ćemo morati sve iznova raditi. Lijep dan, čao, Kranvin.